Politik und Sport vereint gegen Rechtsextremismus. Ein Slogan, dem sich keiner entziehen kann. Und doch, meine Unterschrift würde diese Aktion nicht bekommen. Ich bin Erik Kotny, Journalist in Ruhestand und lebe zurzeit in Thailand. Und hier habe ich einen halb verhungerten Jungen adoptiert und ihn in Deutschland großgezogen. Und dieser Junge hat in Deutschland Säbelfechten gelernt und bisher die einzige olympische Medaille im Säbel für Deutschland. Das ist er, der berühmte Mungosprung. Und jetzt erkläre ich Ihnen auch warum. Weil es nämlich ein Säbelfechter anders macht als die Akteure gegen Rechtsextremismus. Ohne Frage, auch im Fechten gibt es die Angriffe von rechts. Und diese werden mit einer Parade nach links abgewehrt. So, Quart nennt man das im Fechtsport. Und mit dieser einen Aktion nun gehen die Akteure der Aktion gegen Rechtsextremismus an die Öffentlichkeit. Parade gegen rechts, keine Frage, beim Fechten unheimlich wichtig. Doch mit dieser einen Aktion kämen Säbelfechter nicht weit. Kommt die Attacke nämlich von links, ist diese Parade hier völlig wirkungslos. Man muss also auch die Abwehr gegen Angriffe von links drauf haben. So. Die Parade gegen Angriffe von oben, politisch gesehen also die Abwehr gegen religiös motivierte Extremisten. Und das wird dann geübt. Rechts, links, oben, rechts, links, oben. Immer und immer wieder bis zur Erschöpfung. Die Politik aber lernt nichts vom Sport. Sie instrumentalisiert ihn lediglich. Politiker reagieren hektisch und kurzatmig auf gesellschaftliche Veränderungen. Und wenn sie dann merken, die Sache entgleitet ihrer Kontrolle, dann suchen sie nach Verbündeten. Was liegt da näher, als sich Sportler zu holen? Die sind im Volk beliebt, werden verehrt. Politiker stellen sich dann in dieses Rampenlicht. Beschimpfen selbst andere als Populisten, machen aber genau dasselbe. Sie denken gar nicht daran, das gesamte Programm aus dem Sport zu übernehmen. Parade links, Parade rechts, Parade oben, immer und immer wieder. Und noch was kommt hinzu. Jeder Fechter beherrscht das aus dem FF. Nicht nur abwehren, sondern repostieren. Im richtigen Augenblick einen Gegenangriff starten. Politiker, die ducken sich da eher weg. Deshalb, wenn Politik schon den Sport vor ihren Karren spannt, dann bitte in seiner gesamten Bandbreite. Also müsste der Slogan heißen, En garde gegen Extremismus. Und das würde ich dann natürlich auch unterschreiben.